Yep. Und ja, Sens Festung. Sen ist kein Typ. Also nach meiner Ansicht nach. Falle ist wieder aktiv. Sondern Sen ist das japanische Wort für 1000. Also das hier soll die Festung der 1000 Fallen sein. Diese Festung wurde einst von Göttern erbaut, den Göttern erbaut. Als Prüfung. So, hier können wir einfach langlaufen. Die Boulder sind ja umgestellt. Und du bist tot und hängst in der Wand, oder? Und Sigi ist weg. Ja. Sigi ist weg. Oh. Die Falle war hinten. Au. Und ja, hier ist die Gemeinheit. Hier ist nämlich irgendwo ein unsichtbarer Schalter, der die Steinfalle wieder auf diesen Weg hier umstellt. Also müssen wir erstmal wieder nach unten rennen. Dem Stein hinterher. Ja, durch das Loch sind wir bereits gegangen. Hier haben wir die Mimik getötet. Dann geht es jetzt hier mit dem Aufzug wieder. Der müsste jetzt gleich runterkommen, genau. Und dieses Mal wieder darauf achten, dass wir rechtzeitig aussteigen und nicht von Stacheln erstachelt werden. So. Und dann hier lang. Und die Rampe runter. Ja, da sind wir wieder in dem Boulder Room. Also ich nenne ihn jetzt einfach mal nach dem Englischen. Boulder Room. Man kann hier wieder die Steine umstellen, auch wenn es nicht viel bringt. So. Jetzt geht es für uns hier weiter. Und diese Falle hier ist sehr, sehr offensichtlich. Deswegen lösen wir sie aus. Und ja, sie wäre tödlich, wenn wir einfach weiter rennen würden. Was wir zum Glück nicht getan haben. So. Was dafür jetzt ziemlich heftig werden könnte, ist diese Falle hier. Wow. Aber wir haben es durchgeschafft. Jetzt müssen wir uns wieder mit Schlangenköppe anlegen. Die wir zum Glück ziemlich leicht durch die Gegend schubsen können. So. Wow, gegen Schild schlagen ist nicht so toll. Weg mit dir. Und machen Abflug. Ja, einfach mal die Mülltreppe, den Müllschacht runtergeschmissen. Das ist übrigens wirklich nur ein Müllschacht. Dort gibt es, soweit ich weiß, nichts. So, erstmal den Magier hier ausschalten. Und dann geht's hier noch rum. Hier ist nämlich auch noch was versteckt. Also erstmal ist hier noch so ein Schlangenkopf, der einfach mal gegen unser Schild dasht, hämmert. Ja, genau, mach das nochmal. Uah. Au. So, jetzt aber. Weg mit dir und große Scherben. Ja, jetzt wo wir sie kaum noch brauchen. Wir haben ja unsere Gegenstände plus 10, plus 10, plus 10. Ja, für unsere Ritterrüstung. Wäre das nicht schlecht. Wenn wir die Scherben, die wir jetzt haben, die großen in unsere Ritterrüstung reinstecken. So, hier hoch geht's jetzt weiter. An eine weitere Bogenstelle. Nämlich dem da. Genau, schrei ruhig, wir schießen dir in den Kopf. Wow. Genau. Genau, und weg mit dir. So. Das hier ist jetzt die definitiv gemeinste Stelle. Ja, ich glaube, wir können zwischen den beiden durch. Hier kurz stehen bleiben, ja. Okay, zwei Druckplatten, die den Schießer auslösen. Doing, doing, doing. Gegen das Schild. Hier ist wieder der Weg.
Und hier müsste... Ich weiß gar nicht, ist hier irgendwas? Also außer Vase. Hier sieht verdächtig aus. Aber hier ist auch nichts. Nö. Da wurde ich von irgendwem mal getrollt, der meinte, hier wäre was versteckt. Aber hier ist nichts versteckt. Hier ist nur erstmal eine Nebelwand und noch eine Falle. So. Das war dieselbe Falle übrigens. Hier oben ist etwas, aber da kommen wir von hier aus nicht ran. So. Wir treten jetzt einfach mal hier durch. Und haben es nach oben auf die Festung geschafft. Und sehen gleich wieder einen Riesen. Und zwar den der Riese, der die Steine in die in den Boulder Room packt. Und loot. Gut. Erstmal wollen wir hier hoch. Und dort oben sehen wir noch einen Riesen, der große Tonkrüge wirft. Die einfach mal so explodieren. So, an denen schleunigst vorbeirennen. Und zwar die schwarzen Stellen meiden. So, hier dürfte er uns nicht treffen. Okay, er wirft eh nach dort unten. Also können wir in Ruhe zu ihm hochrennen. So. Den wollen wir nämlich erst einmal ausschalten, sonst macht er uns hier die ganze Zeit die Hölle heiß. So. Hier rum. Hier geht es nämlich noch weiter nach oben. Und hier müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Erst einmal abwarten, wo er hinschmeißt. Oh. Genau, er schmeißt nämlich hier auf das Ding hier. Und da müssen wir schnell rennen. Sonst verbrennen wir. Wow. Autsch. Das war schlecht getimt. Das war definitiv sehr schlecht getimt. Jetzt müssen wir nämlich durch die ganze Festung nochmal durch. Und dieses Mal sind alle Gegner da. Ja. An der Stelle einfach am besten weiter rennen. So, Sens Festung. Komm, Schlange. So. Rücken. Falsch. Stirb. So. Erster erledigt. Fehlt noch einer. So, das ist immer gefährlich. Ich sollte das lassen in Zukunft, sondern einfach sie gegen mein Schild schlagen lassen. Und ja, dieses Mal aufpassen, dass wir nicht sterben, sonst verlieren wir einen Haufen Seelen. So. Erstmal den Magier da oben wegballern. Ah, das war zu hoch. Und da war es doch gut, dass ich mir die ganzen Bolzen gekauft habe. So, stirb endlich. Bolzenpfeile, meinte ich. So. Und noch ein Schuss. Und du bist weg. Ich sagte, du bist weg. Ja, durch Sens Festung durchkommen, ohne einmal zu sterben. Das ist auch eine Kunst. Aber sicherlich die ganzen Power Gamer haben es drauf. Ich gehöre nicht wirklich dazu. Ich habe das Spiel nur ziemlich oft durchgespielt. So, jetzt triff endlich den da. So, komm angerannt. Komm. Ja, flieg runter. Dich können wir nämlich getrost ignorieren und hier durchgehen. Wow, oder auch nicht.
stirb. Ja. Da wird man einmal abgelenkt oder aus dem Gleichgewicht gebracht. Und dann passiert schon sowas. Das hätte mich jetzt gerade fast 10.000 Seelen gekostet. So, hoch hier. Runter hier. Und jetzt diesmal vorsichtig hier durch. Hier durch. Und hier durch. Und am besten heilen wir uns nochmal gleich. So. Wieder hier lang. Bei meinem ersten Besuch im Sens Festung, also als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, bin ich so oft gestorben an diesen Pendeln. Das war nicht mehr feierlich. So, Falle ignorieren wir. Dann einfach ins Leere schießen. Hier ist auf magische Weise das Loch wieder zu und der Typ pennt da. So, hier kommen keine Boulder. Hier ist nur ein Schlangenmagier. So. Da war einer. Wie die alle 500 Seelen geben. So, hier ist dafür wieder ein Schlangenkrieger. Den wir erst einmal da aus dem Gang rauslocken müssen. Genau. Komm, dreh dich zu uns. Dann kriegst du volle Ladung Pfeile in den Rücken. Oder auch nicht. Na gut, dann schlagen wir dich einfach. Und weg mit dir. Und hier ist jetzt gleich wieder die Boulder-Abteilung. Genau, Boulder. Keeps rolling, rolling. Den mag ich hier da oben ignorieren. Und wieder zum Aufzug runter. Ja, ich kenne den Spießrutenlauf in- und auswendig. So, komm runter. Aufzug. Und raus hier. Nach da oben. Und hier weiter. An dem Ding vorbei. Die Falle auslösen. Dong, dong, dong. So. Als nächstes hier durchkommen. Da müssen wir mit einem Satz durch. So, genau, weil die Pendel sind definitiv zu nah aneinander. So. Wow, das war schlecht. Au. Schlag zu, so. Den da hinten ignorieren wir. Wir kümmern uns gleich um den Magier und gehen weiter nach oben. Wow, du kannst aber gut hüpfen. Aber gegen mein Schild bist du machtlos. Aber wir können dich plündern oder einen deiner Flammberge... Flamberger oder wie man das auch immer ausspricht. Einsacken. Ja, du schrei ruhig. Ich schieße dir den Kopf. Du kannst gar nichts dagegen tun. So. Wow. Und vorsichtig hier wieder sein. Okay. Zwischen den ersten beiden durch. Zwischen den zweiten beiden durch. Das Ding auslösen. Einfach weitergehen. Den da ignorieren.
warten, bis der wirft. Aber wisst ihr was? Ich mache erstmal was anderes. Nämlich in diese Richtung gehen. Hier unten bewirft er mich nämlich nicht. Und hier unten ist etwas, was uns helfen könnte. Und nein, damit meine ich jetzt nicht den Balder-Ritter hier.